Salve, hallo, mein Name ist Johanna. Heute beschäftigen wir uns mit einer wichtigen Funktion des Kasus Akkusativ. Es geht um den Akkusativ der Ausdehnung. Das Ziel ist, dass ihr lernt, wofür der Akkusativ der Ausdehnung verwendet wird und welche Fragen er beantwortet. Und dazu soll es einige Beispiele geben, um diese Verwendung zu verdeutlichen. Dafür solltet ihr die Funktionen des Akkusativs allgemein kennen. Ihr solltet die Deklinationsendungen für den Akkusativ kennen und auch schon die Zahlen im Lateinischen beherrschen. Neben der Bezeichnung einer Sache oder Person, auf die sich eine Handlung richtet, hat der Akkusativ eine zweite wichtige Funktion. Der Akkusativ gibt Antwort auf die Ausdehnung in Raum und Zeit. Hier kommt ein Beispiel für den Akkusativ bei der Ausdehnung im Raum. Aga altus pedis octoginta. Ein 80 Fuß hoher Wall. Es folgt ein Beispiel für den Akkusativ der Ausdehnung der Zeit. Dies noctisque cogitare, Tag und Nacht überlegen. Der Akkusativ der Ausdehnung gibt also Auskunft über eine Maßangabe und antwortet dann auf die Frage, wie lang, wie breit, wie hoch, wie tief ist etwas. Er gibt aber auch eine Streckenangabe an und antwortet auf die Frage, wie weit. Nostri hostes multa milia passuum per sequuntur. Unsere Leute verfolgen die Feinde viele Meilen weit. Die dritte Verwendungsweise bezieht sich auf Zeitangaben. Der Akkusativ der Ausdehnung antwortet auch auf die Frage, wie lange? Marcus unam horam ambulat. Marcus geht eine Stunde lang spazieren. Und die letzte Verwendungsweise des Akkusativs der Ausdehnung geht auf Altersangaben und antwortet auf die Frage, wie alt jemand oder etwas ist. Duo deviginti annos natus. 18 Jahre alt. Es folgt noch ein weiteres Beispiel. Annos jam triginta in foro versaris. Schon 30 Jahre lang bist du auf dem Forum tätig. Ich fasse zusammen, wann der Akkusativ der Ausdehnung benutzt wird. Er kommt vor bei Maßangaben, Streckenangaben, Zeitangaben und Altersangaben und hat sich aus dem Akkusativ des Inhalts entwickelt. Tres annos linguam latinam disco. 3 Jahre lang lerne ich Latein. Egal wie lange ihr schon Latein lernt oder noch weiter lernen werdet, ich wünsche euch viel Spaß dabei und Erfolg. Vale, tschüss!